MOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Oh yeah, you know, some nights you just wanna like kick it and chill. Fuck that, you know what I wanna do tonight. It's the night I wanna party, baby. It's the night I wanna live my life. Cause I need to with my people. We just wanna have a good time. It's the night I wanna party, baby. It's the night I wanna lose control. Cause I need. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Commentary auf meinem neuen Kanal The Killer Opiates. Und ja, ich hatte ja auf meinem alten Channel ein paar Serien oder Projekte, wie man es auch nennen will. Und ja, aber erstmal vorab zum Gameplay, das ist ein Black Ops 2 auf dem PC erspieltes Gameplay, ich glaube Team Deathmatch auf Raid. Mit der PDW, nur Rotpunkt ist glaube ich nur drauf. Abschussserien, Drohne, Blitzschlag und Dragonfire. Endstroy ist glaube ich 34:2 oder irgendwie so. Und ja, ich hatte ja ein paar Projekte auf meinem alten Channel. Das waren No Time Live Commentaries, Road to Commando. Was war denn noch? Boah, das muss ich ein bisschen überlegen. Ja, und noch ein paar, sag ich mal. Ja, die werden natürlich auf den neuen Channel fortgeführt. Road to Commander muss ich von alten Channel noch alles downloaden. Die ganzen Parts sind, glaube ich, so 28 oder 26, keine Ahnung. Bei YouTube kann man ja nur pro Stunde 2 Videos downloaden von sich selber, die Videos. Und ich will das nicht mit diesen komischen YouTube-Video-Download-Dingens da machen, weil dann die Grafik ganz schön in Bach runtergeht und ich möchte euch trotzdem hier auch gute Qualität auf diesem neuen Channel zeigen. Ja, und ich hoffe auch, dass richtig viele von euch übelkommen sind auf meinen neuen Channel. Und ja, ein No Turn Live Commentaries wird auch fortgeführt werden. Ich habe da noch ein paar auf meiner Platte, wo ich auf meinem ersten Channel, so auf meinem alten Channel, nicht hochgeladen habe. Die werden dann auch noch kommen, also nicht wundern, wenn ich da irgendwie ein paar Themen von meinem alten Channel so anspreche oder irgendwie so. Den Grund für den neuen, warum ich den neuen Channel gemacht habe, habe ich ja schon in einen Commentary vor meinem alten Channel gemacht. In meinen alten Channel oder auf meinen alten Channel gemacht. Kann ich eigentlich euch auch nochmal erzählen. Es war ja so, ich war ja bin seit 3 Monaten im Network Fullscreen. Also ist nicht empfehlenswert, obwohl die auch ein paar Dinge schon sponsern, so wie bei mir eine Elgato. Und ja, ich wollte eigentlich wechseln zu, das ist ja ein englisches Network. Oder amerikanisch, keine Ahnung. Ich wollte wechseln zu einem deutsches DiviMove. Das soll richtig gut sein. Also vielleicht sogar das Beste in Deutschland momentan. Da wollte ich halt wechseln. So. Da haben die zu mir gesagt, ja hier, ich kann noch keinen Vertrag und so weiter schicken, weil ich noch in diesem Network bin, Fullscreen und so weiter. Und dann habe ich Fullscreen angeschrieben, ob ich da raus darf. Dann kam die irgendwie so eine Nachricht zurück. Nee, das geht nicht. Und bla bla blub. Dann habe ich nochmal angeschrieben, ja, die sollen mich ja nicht mehr rauslassen haben. Waren die irgendwie ein bisschen sauer dann auch für mich. Und dann. Und dann haben die ja meinen Channel sozusagen ruiniert. Nämlich, plötzlich waren alle Videos weg und dann am nächsten Tag war sie wieder da, nur auf privat gestellt. Und ich hatte dann 0 Videoaufrufe, konnte gar nichts machen. Und dann waren plötzlich am nächsten Tag wieder weg. Und sobald ich ein Video hochgeladen habe, wurde das sofort gelöscht, so nach einer Stunde. Aber ich hoffe mal, das Video, wo ich vorhin hochgeladen habe, da wo ich gesagt habe, hier neuer Channel, bla bla blub. Ja, und ich hoffe mal, dass da, dass das nicht so schnell gelöscht wird, dass noch ein paar Leute rüberkommen auf dem neuen Channel. Und ja, ich würde mal sagen, das war's auch schon mit diesem Kommentar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und. Ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Kommentar wieder. Also bis dahin. Ciao.